Herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier ein Kastenschloss. Eigentlich ist das hier ein Heizungstürschloss. Und den will ich, das muss ich jetzt mal eben aufmachen, weil hier der Schlüssel, das will ich richtig schließen. Das machen wir jetzt mal eben. Ich habe hier eine Art Nusshalter hingesetzt. Das ist einfach eine Platte mit einer 6 mm Schraube. Oben Mutter drauf. Das ist dazu da, wenn ich das jetzt auseinander mache, dass mir das hier gleich nicht auseinanderfällt. Ein Video, wie ich das hergestellt habe, findet man auf meinem Kanal auch. Nachher, wenn ich mal Zeit habe, muss ich mal gucken, verlinke ich das unten. Schrauben immer in eine Dose. Habe ich letztens nicht gemacht, da war eine weg. So. Da ist auch keine Ringe drin. Der will nicht. Der fällt mir bestimmt gleich weg. So, dann können wir das Ganze hier aufmachen und das ist das, was ich meine. Das wirkt wie ein Katapult. Das fliegt mir also sonst einfach so weg. Und dass das nicht passiert, habe ich das dementsprechend jetzt also hier verankert. Gut, so, dann nehmen wir mal eben hier den Riegel raus, weil der will ja nicht so, wie ich das gerne hätte. Also machen wir den mal eben sauber. Das geht nicht. Nicht, dass jemand auf die Idee kommt, der macht das. So wie ich eben. Das ist also nicht so gut. Da nehmen wir praktisch eine Feile für. Wobei, ich könnte mir nicht mal so eine kleine Trennscheibe bauen. Ne? Das ist ja nur auf einer. Es geht ja nicht darum, dass die Farbe da verschwindet. Funktioniert. Der Riegel hat dann noch irgendwie eine Macke. Da werden gleich wieder irgendwelche Leute motzen, Fleckscheibe, Trennscheibe in der Hand und flexen, Unfallgefahr. Unfallgefahr, ja, das ist richtig so, das mache ich ja auch nicht, nur so, also es ist nicht zum Nachmachen geeignet, alles einsparen, Schutzbrille aufsetzen, also das volle Programm, wenn man normalerweise arbeitet. So, mein Schlossöl ist alle. So, dann kommt hier der Riegel wieder rein. Sollte das auch mit dem Schlüssel funktionieren. Ja. So, Feder. Feder rein. Alles wieder gut in Funktion. So, ich muss mal eben die Kamera umstellen, weil ich muss sie ans Ladegerät hängen. Gut, dann ist das auch wieder gegeben. Dann können wir das Schloss jetzt einfach so wieder zusammenbauen. Also dies mit dem Nusshalter ist eben halt so, oder Nussspanner, ist eben halt eine unheimliche Erleichterung. Und eigentlich kommt hier auch noch wieder ein bisschen Öl rein. Für denjenigen, der das dann nachher auseinanderbaut wieder, der freut sich, dass da jemand so vorgedacht hat.
Ja, und damit ist das Schloss repariert. Das heißt, repariert ja nicht, sondern wieder gangbar gemacht. Gut, können wir das hier auch wieder lösen. Dann ist das auch wieder in Ordnung alles. Ja, und so sieht das Teil richtig aus, professionell. Könnte man sich auch einen Vierkant machen, aber der kann mal eben schnell was schweißen. So dass es mal eben schnell gemacht, so ein Nusshalter aus drei Teilen. Schraube, Mutter, Stück Blech. So. Ja, das war es dann, wie gesagt, von meiner Seite aus. Und dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes Projekt.